Hallo Leute und willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning. Wir sind immer noch im, im Gruppenquest Die Ruine von Aod. Der Gelehrte Ethan Engar hat mich gebeten, die Ruine von Aod zu erkunden, um herauszufinden, warum ihre magischen Siegel kürzlich gebrochen wurden. Er vermutet, das Ganze könnte mit den Ereignissen im Umfeld meiner Aufnahmeprüfung zu tun haben. Und deswegen bin ich jetzt hier. Und lass mich schön in der Luft zerfetzen, wie man sieht. Das ist auch toll. Und da hinten sehe ich schon wieder Gegner. Na, sieh mal einer an. So. Die hätten wir dann auch. Dann laufe ich mal hier direkt weiter. Nein, nein, nein. Bums, bums, bums. Okay. Hier gibt es aber auch viele Fallen. Das ist ja unglaublich. Was haben wir denn hier? Oh, hier haben wir einen Schrein und da haben wir einen Schrein. Kann ich die beide mitnehmen? Mitaru? Und? Velen. Findet man selten. Wen haben wir hier? Guten Tag. Na, ich hatte gehofft, ihr würdet kommen. Schließlich bin ich euch so viel schuldig. Wie kann ich mich nur je für das revanchieren, was ihr getan habt? Es gab Zeiten, da haben Könige mich angefleht, ihr Schicksal vorherzusagen. Soll ich das eure vorhersagen? Wer seid ihr? Ich habe so viele Namen. Doch um mich geht es in dieser Unterhaltung nicht. Soll ich euer Schicksal vorhersagen oder nicht? Versucht es. Interessant. Es scheint, als hättet ihr keine Zukunft. Heißt das, dass euer Tod nah ist? Hahaha. Vielleicht heißt es auch, dass ich Tier noch besiegt habe. Ich habe geschaffen, was ich brauche. Ich benötige den Körper dieser Frau nicht länger. Nun versucht sie, euch zu befehlen, mich zu töten. Vielleicht möchtet ihr ihr gehorchen? Ja, vielleicht. Wer kommt denn hier? Huhu. So, und jetzt machen wir mal kurz einen Prozess. Ja. Nuala Ignas absuchen. So, jetzt können wir den ganzen Kram hier mitnehmen. So. Was haben wir hier noch? Eine Bandruhe zum Beispiel. Eine schwere Bandruhe macht aber nichts. Selbst wenn es nicht funktionieren sollte. Und, ja. Und schon zu spät. Wie soll man das denn bitte schaffen? Ich muss ja warten, bis der dritte kommt. Witzig, witzig. Okay. Toll, dass mein Inventar wieder mal voll ist. Das freut uns. Das freut mich. Och, Leute. Ich nehme die jetzt einfach mal. Auch wenn mir die Gemmen echt schade sind. Aber wohl, die kann ich auch rauskicken, ne? Haha, das ist gut. Das ist gut. Dann können die ja weg. Mal gucken, ob es reicht. Wunderbar, wunderbar. Hat gereicht. Wen haben wir hier noch? Ach ja. Ja, Weichkrabbelpulver. Wer braucht denn sowas? Niemand. Es sei denn, man braucht das zum Tränke machen oder so. So, dann kann ich hier rumgehen. Aber eigentlich wollte ich da hinten nochmal lang, weil ich da gar nicht war. Warte mal, lass mich da mal lang. Ich muss nochmal zurück. Möchte nochmal zurück, weil da hinten ging irgend so ein Pfad auch ab.
Was echt doof hier ist, diese Strecke, weil hier diese ganzen Dinger sind. Und ich habe eine Kiste übersehen. Naja, okay. Will ich eh nicht haben. Viel zu gefährlich. Wieso, wo kommen denn jetzt hier die Gegner her? Leute, dann kommt mal her jetzt. Nervt mich mal nicht. Wo ist der nächste? Und da war noch ein Vieh, ne? Gibt's ja wohl nicht. Verfolgen die mich hier einfach? Schweinebacken. Nee, ich warte. Ich war hier lang. So. Da ging irgendwo, ging doch dann eine Straße ab. Bums, okay. Da, so eine Abzweigung. Nee, aber von hier komme ich doch. Aber ich bin halt hier noch gar nicht überall gewesen, ne? Da sind Gegner, egal. Moin. Haha. Lustig. Oh, was kriege ich hier denn alles? Oh Manno, es ist immer voll egal, was ich mache. Und die Set-Teile kann ich unmöglich jetzt wegpacken. Die sammle ich, egal was kommt. Ich kann halt höchstens mein Schild auch mal abgeben. Und behalte wieder mein Vergeltungsschild. War eine Zeit lang gut. Wir haben's versucht. Genau. Und dann kann ich auch noch mal so einen Trank nehmen hier und so ein und was weiß ich. Und ich nehme jetzt einfach mal irgendwas. Brennender Griff. Schon wieder vor... Ey, das nervt so. So, was haben wir hier denn Schönes? Das ist auch nicht besser. Dann kann der gleich wieder weggepackt werden. Huch, so. So, wunderbar. Eingepackt, mitgenommen. Die Fibel des Feuers. Möchte aber die Fibel des Feuers haben. Was haben wir hier? Brennender Griff. Was steht denn? Der Handwickel aus Stoff, die das Mana des Besitzers und seinen Vorrat an Elementarfeuer auf magische Weise verstärken. Brauche ich das für einen Quest oder so? ich hoffe nicht. Das sind eigentlich ganz coole Handschuhe. Was mache ich denn jetzt mal? Ich pack die weg, trotz guter Gem. Ja, mache ich jetzt einfach mal, weil ich keinen Bock mehr habe. So. Und kann die Fibel des Feuers mitnehmen. So. Und hier war ich nämlich auch noch nicht. Und ich will ja wissen, ob hier tolle Sachen sind. Wie zum Beispiel Truhen. Na toll. Ihr euch so gedacht, ne? Andauernde Stopp. Oh, ich krieg einen Rappel. Hey. Und dann noch so. Ah! Und die goldenen Kelche einfach mal. Hier. Goldklumpen. Sonnenstein. Flammenzungen drehen sich langsam unter der Oberfläche dieser Kristallkugel. Sie ist warm und schwerer als ihre Größe vermuten ließe. Der Zweck des Sonnensteins ist so rätselhaft wie seine Herkunft. Hätten ein paar so ein Dingsbumskram hier. Hätte ich verbrauchen können, so ein Reparaturkit meine ich jetzt. So, wo ist denn diese komische Feuerfibel? Was steht denn da drinne? Die Fibel des Feuers. Es beginnt, wie es endet, in den Flammen. Dies ist der vorderste Lehrgrundsatz, was brennt, muss brennen. Aus dem Feuer kamen alle Dinge, ins Feuer müssen alle Dinge zurückkehren. Das bedeutet es, der Sonne zu dienen. Er hat uns allen den Funken geschenkt, uns zu entzünden, verschlungen zu werden, in der gegenwärtigen Leidenschaft unwiderruflich gebunden zu sein, ohne Mehrdeutigkeit die Klarheit des Hasses zu kennen, verloren zu sein, ohne Erlösung an die Ekstase der Trauer. Aus dem Feuer kamen alle Dinge, ins Feuer müssen alle Dinge zurückkehren. Jubiliert mit mir, meine Brüder, dass das Ende nahe ist. Uhu. Ja.
Ja. Viele Dinge, die auch in der Kiste gerade liegen könnten. Und unnötig einfach sind. Und was ist, wenn ich so dreist bin und einfach mal diese leeren Flaschen rauskicke? Ob ich kann auch noch einen Mana-Trank... Nee, kann ich. Nein, kann ich natürlich nicht. Kann ich davon was nehmen? Das da, so. Wunderbar. Guck mal, ich bin unsichtbar. Warum bin ich denn unsichtbar? Ich habe einen Unsichtbarkeitstrank genommen. What? Merke ich ja jetzt erst. Witzig, war kurz unsichtbar. Ja, sowas gibt es. Es gibt einen Unsichtbarkeitstrank. Total irre. So, war ich jetzt überall? Dann laufe ich jetzt mal wieder zurück. Da war ich schon, genau. Lauf mal schneller, Mädel. Brauchst voll lange. Dödelödelödelö. Die haben nichts mehr zersetzt, der Langbogen. Und jetzt ist Inventar voll, pass auf. Ja. Aber jetzt laufe ich doch komplett zurück, oder nicht? Oder nicht? Ist ja merkwürdig. War ich hier schon mal? In der Ecke hier? Nö. Hier war ich doch auch noch nicht, oder? Ich bin verwirrt. Aber da die Türen hier offen sind, ja, Ach ja. Ich wusste, ich verlaufe mich wieder. Ist immer dasselbe mit mir. Ich musste zurück zu diesem Baum. Und ich bin auch von Norden irgendwie gekommen, also entgegengesetzt des Punktes gelaufen, um dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin will. Manchmal mache ich auch mit Absicht die Fallen gerne an, ne? Wenn man weiß, dass man ihnen entkommen kann, ist nicht schlimm. Wenn die einen so total überraschen, ist blöd. Hier ist der Baum. Jetzt bin ich wieder richtig. Ha. So doof. So, weiter geradeaus. Da liegen ja auch oben die Leichen. Dann bin ich wieder richtig. Ja, alles klar. Oder? Ich bin richtig, aber ich hätte irgendwo eine Abzweigung nehmen sollen. Welche denn? Hier rechts? Hier so? Nee. Wo denn? Hier? Hier ist doch super. Hier kann man auch lang. Ich will raus hier. Es nervt. Ja, hier bin ich richtig. Genau. Um Gottes Willen, ja. So. Ja. Schöne Sache. Nehmen wir nochmal die Berührung des Todes mit. Ach, hier sind schon wieder neue. Idioten. Dann laufen wir mal weiter. So. Endlich. Eine Bandruhe. Mittel. Stark. Weh, da ist was drin, was ich will. Ups. Bin auf das Rote gekommen. Ja, hat voll nicht geklappt. War aber auch nichts drinne, was man toll finden könnte. Ist hier irgendwas? Ganz viel Feuer, Gezüngel. Sehe ich da unten noch einen Singstein? Komme ich jetzt hier runter irgendwie? Hallo? Ich kann doch bestimmt hier runterspringen, oder ja? Ja, und ich war hier ja auch schon mal. Okay. Da kann man aber nicht runter, oder wie? Anscheinend nicht. Ich will jetzt endlich raus hier. Es ist langweilig. Ah.
Jetzt lad schneller. Ich bin ungeduldig. Nein, ich möchte nicht den Text da unten lesen. Ich möchte jetzt per Schnellreise schnell dahin, wo ich hin soll. Nämlich nach Ysa, mach schon. Tick-Tack. Mein Gott, was ist denn das für ein Dödelpart schon wieder, ey. Das meiste war jetzt Gerenne. Ich hätte mal einen Cut machen sollen. Hätte ich mehr geschafft. Aber weiß man ja immer vorher nicht. So, mal gucken, was wir hier jetzt erfolgreich berichten können mit diesem Sonnenwenden-Dingsbums dabei. Hallo, Kind. Hallo. Ethan. Es war Nuala Ignas, welche die Magie von Aort beeinflusst hat? Zumindest können wir nun das Gleichgewicht der Ruine wiederherstellen, bevor auch das übrige Dalentat von den Flammen verzehrt wird. Was ist das? Ihr habt sie dabei ertappt, wie sie dies gewirkt hat? Erstaunlich. Einfach absolut erstaunlich. Der ist irgendwie komisch, der Typ. Adeptin Ignas war besessen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die war besessen. Das könnte ihr Verhalten erklären. Die Siegel von Aort zu brechen, sollte weit jenseits ihrer Fähigkeiten liegen. Ganz zu schweigen davon, was auch immer dies ist. Noch nie habe ich etwas derartiges gesehen, als würde das Element des Feuers körperliche Gestalt annehmen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Wenn ihr bereit seid, habe ich noch einen Auftrag für euch. Bis dahin werde ich diesen Sonnenstein studieren. Na, dann studier mal. Was ist mein nächster Auftrag? Adeptin Fehl hat vor kurzem begonnen, das Verschwinden einiger Einwohner von Mel'Aglia zu untersuchen. Ich habe seitdem nichts mehr von ihr gehört. Ich möchte, dass ihr nach Mel'Aglia in den Irratel-Ebenen geht. Ein Mitglied unseres Ordens wird euch unterwegs treffen und euch nähere Informationen geben. Lasst euren Kontakt nicht warten. Und wenn die Angelegenheit mit Lerkara geklärt ist, kommt zu mir ins Kapitelhaus von Rathir. Okay, wo soll ich nochmal hin? Nordöstlich, durch die Irratel-Ebenen zu dem Dorf Mel'Aglia. Ich breche in Kürze nach Rathir auf. Wenn ihr in Mel'Aglia fertig seid, kommt zu mir ins dortige Kapitelhaus. Okay. Oh, dann lebt... Möge Lyria euch berühren. Hau rein. So, dann, wollen wir mal. Wieder durch die Gegend rennen. Die laute Braut. Die laute Braut? Was kommt denn jetzt auf uns zu? Ich verstehe, aber der Hochkönig trifft nur jene, die um eine... Tü-lü-lü, wir sind was Besonderes, wir werden überall gehört, wir brauchen da keine Audienzen mehr. Kann ich jetzt hier Schnellreise machen nach Mel-Dingens? Das müsste doch hier in der Nähe sein, oder nicht? Nicht? Aber wir sollen hier hin. Ja, Korgan Holt ist hier, dann gehen wir da hin, das ist am nächsten dran. Passt schon. Schnarch. So. Korgan Holt. Irratel-Ebenen. Willkommen zurück. Und ihr da um mich herum nervt mich bitte nicht. Ich möchte freie Bahn. Ach ja, wo ist sie denn? Und warum lässt sie nichts von sich hören? Warum muss ich das schon wieder machen? Steht die jetzt da hinten irgendwo oder was? Oh, oder ist sie tot? Nee, da steht doch jemand. Aber hier sind überall Leichen. Oh nein. Und mein Inventar ist wie immer voll. Abgewetztes Futter. Dann reden wir mal. Pyroklastische Resonanz. Körpertemperatur immer noch deutlich über Außentemperatur und frisch aufgeworfene Erde. Ah, vergebt mir meine Manieren. Ihr wurdet geschickt, um einen Kontakt zu treffen. Und da bin ich. Jubal Kaledos, Erzweiser der Scholia Arcana. Seid bitte so nett und zückt eure Waffen. Ich glaube, wir werden in Kürze angegriffen. Ich werde an euch denken.
war belebend, nicht wahr? Ethan hat bei der Schilderung eurer Qualitäten nicht übertrieben. Aber was dieser Karawane widerfuhr, ist beklagenswert. Ich bin ihrer Spur von Mel Aglier gefolgt, in der Hoffnung, einen Brief der vermissten Adeptin Fehl zu finden. Und in der Tat hatte ich recht. Ich nehme an, der ist für euch. Die Nachricht erwähnt einen Verdächtigen. So zieht denn weiter nach Mel Aglier. Sprecht mit diesem Patrick Morcan und findet heraus, was unserer vermissten Kollegin widerfahren ist. Gut, was macht ihr jetzt? Ich bin es nicht gewöhnt, dass mir jemand Fragen stellt. Schon gar nicht Neulinge. Oh, kann die Kampfmusik mal aufhören? Kümmert euch um eure Aufgabe, Neophyten. Und vergesst nicht, was immer Adeptin Fehl angegriffen hat, darf keinesfalls unterschätzt werden. Ja, kann diese Kampfmusik mal aufhören? Mann, die ganze Zeit. Düm, 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 düm. Wo gar nichts mehr los ist. Mann, nimme. Und ich kann die Kisten nicht kaputt machen. Tja, dann gucken wir mal. Quest. Die laute Braut. Ja. Rüstung. Was können wir wieder wegschmeißen? Hier die Stulpen. Die Stulpen sind gar nicht mal schlecht, aber... Nee, nee. Da läuft das mit der Macht mal wieder nicht. Ist hier was Neues? Nö. Ach nee, nee. Die Kirche, die machen wir mal wieder aus dem Plunder raus. Und die packen wir weg. So. Ja, muss ich da jetzt weit laufen oder wie ist das hier? Wir haben ja immer nicht so viel Zeit. Nö, das dauert ja viel zu lange. Dann gehen wir wieder nach Mel Aglier. Treffen uns mit dem Typen. Ich dachte, Mel Aglier wäre, wie gesagt, näher dran. Aber egal. Rein in der Rabe. Was geht ab? Ich grüße hier, euch. Hier, steh mal auf. Mit einem düsteren Wind erhob er sich, in den Klauen nichts als entfesselter Schmerz. Ich war auserwählt, Stolz erfüllte mich und sein grenzenloses Leichentuch bedeckte mein Herz. Etwas an euch hat mich an diese Verse erinnert. Der Dichter sprach dabei vom Tod. Ich bin Patrick Morcan. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Habt ihr Lerkara Fell gesehen? Ach, die... Eine ausnehmend streitlustige Frau, soweit ich mich erinnere. Ich glaube, sie hat unser Dorf vor kurzem wieder verlassen, mit unbekanntem Ziel. Meister Dace hat sich ganz schön aufgeregt. Sie hat anscheinend ihre Habseligkeiten in einer Truhe in ihrem Zimmer zurückgelassen. Vermutlich hatte sie es eilig. Vermutlich? Wo könnte sie denn sein? Ich? Woher sollte ich das wohl wissen? Weiß nicht, siehst so aus. Wer bist du überhaupt? Ihr wollt etwas über mich wissen? Sag mal. Ich hatte früher einen Laden, in dem ich irgendwelchen Kram an Durchreisende verkauft habe. Dann habe ich meine Frau verloren. Seitdem verbringe ich meine Tage im Raben, beobachte die Leute und warte auf den Tod. Warte mal weiter, Mann, ey. Lasst von euch hören! Mann. Soll ich mit euch hier anfangen? Ich werde jetzt mal hier einfach die Kiste aufmachen, hinter Allemanns Rücken. Gucken, was da so drin ist. So. Mal gucken, was ihr so habt. Nix. Nix, was ich klauen könnte. Ja. Ich grüße euch. Hallo. Kann ich denn jetzt hier mal hin? Soll ich jetzt nach oben? Oder wie? Guten Tag. So. Wo sind denn ihre Sachen? Da. Mal ein paar Dietriche. Ja, nee, Dietriche habe ich genug jetzt gerade. Aber das Tagebuch brauchen wir. So, Kammer durchsuchen. Wir könnten auch noch mal eine Runde schlafen. Wir können auch hier noch mal reingucken. In die Schränke. Gucken, was hier so alles Schönes ist. Schreibtisch vielleicht. Todesnachricht. Die nehme ich auch mal mit. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Ich werde noch mal neu laden müssen, ne? Ihr da! Halt! Ja, ups. Ja. Könnt jetzt Strafe bezahlen. Mache ich sonst auch. Lasst euch ja nicht nochmal dabei erwischen, dass ihr Ärger macht. Okay. Okay, sorry. Ja, ups.
Ich wollte auch nur die Todesnachricht lesen. Ist doch nicht so schlimm. Alles wieder okay, ne? Man muss auch mal einen Fehler machen können. Ich lade das jetzt nicht nochmal neu. Habe ich einfach mal geklaut, ohne darauf zu achten, dass die Leute mich sehen. Das war jetzt irgendwie ein bisschen... War spannend. Ja, muss auch mal im Spiel passiert sein. Wir sehen uns im nächsten Part, Leute. Ich hoffe, der döst dann nicht so vor sich hin, der Part. Und dann geht's mal hoffentlich hier spannend aufwärts wieder mit Kingdoms of Amalur. Guck mich nicht so an, ich habe nichts Falsches gemacht. Bin ja nur eine Mörderin und eine Diebin und... Und ich töte Gänse. Nein, nicht die Gänse töten. So, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.